Ich bin Ferdinand und spiele Jesse bei der Gruppe B. Ich bin Tamina und bin das Maskottchen Tina der Gruppe B. Ich heiße Sebastian, man nennt mich Basti und ich bin in der Zauberergruppe. Ich bin die Kara und ich spiele die Tina. Ich bin Kalion und bin in der Gruppe Kapit. Ich bin Emma und bin in der Gruppe Jonglieren. Ich bin Oskar und ich bin in der Gruppe der Piraten. Ich heiße Marlene und bin bei den Clowns. Ich bin Bennett und ich bin in der Gruppe Jonglieren. Ich bin Justus und bin bei den Zauberern. Ich bin Clara und bin in der Gruppe Akrobatik. Ich bin Lela und bin in der Gruppe Jonglieren. Hallo, wir sind Aaron, Friedrich und Julius. Wir sind Schüler der Evangelischen Schule Neubrandenburg. Und wir haben euch eine Dokumentation über die Zirkusgruppe gedreht. Viel Spaß! Ein Zirkus kommt in die Schule, oder besser Zirkus Evangelino. Gastiert in Neubrandenburg. Dieses ganz besondere Erlebnis wurde für die Schüler und Schülerinnen der evangelischen Schule Wirklichkeit. Zusammen mit dem ostdeutschen Projektzirkus Sperlich sind insgesamt 260 Schüler in eine andere Rolle geschlüpft und haben eine Woche lang trainiert. Also uns gibt es als Projektzirkus seit 2005, also wir sind 10 Jahre jetzt auf dem Markt und sind sehr stolz, mit 3 Unternehmen gleichzeitig diese Projekte an Grundschulen durchführen zu dürfen. Also wir waren selbst Artisten, wir waren zu DDR-Zeiten bei verschiedenen Zirkussen engagiert und haben uns dazu entschlossen, unser Wissen weiterzugeben und auch Kinder zu motivieren, in ihrer Freizeit was Sinnvolles zu unternehmen, wie zum Beispiel eine Sport-AG, sich vielleicht mit Jonglage, Hula-Hop oder so zu beschäftigen und nicht nur vom Computer oder Fernseh zu sitzen. Das sind ja immer neue Kinder, mit denen wir arbeiten, und jede Woche ist eine neue Herausforderung, weil ja jedes Kind anders ist. Also die Kinder sind am ersten Tag sehr zurückhaltend, weil sie nicht genau wissen, was auf sie zukommt. Aber mit jedem Trainingstag werden die Kinder sicherer. Die haben viel mehr Spaß am Training und sind dann ganz begeistert, ihr Können dann zu den Vorstellungen den Eltern präsentieren zu können. Das sind die Arme. Genau, das Bein ist hoch, genau. Kopf hoch. So. Ganz wichtig, die Beine immer gestreckt lassen und Körper strecken. Aber bevor es richtig losging, stellte sich der Zirkus mit ihrer eigenen kleinen Vorstellung vor. Also, so ein Zirkusprojekt ist schon eine super Sache. Man lernt viel und hat dabei auch jede Menge Spaß. Einmal Star in der Manege sein. Das Zirkuszelt wird zum Mittelpunkt der Welt. Unsere Trainer zeigen euch nun eine kleine Zirkusvorstellung, zu der ich euch ganz viel Spaß und gute Unterhaltung wünsche.
Bevor die Schüler sich in ihre Gruppen aufteilten, wurden für alle noch einmal die Regeln erklärt. Und dann ging es auch schon los. Bevor wir jetzt mit der Feineinteilung beginnen, haben wir bei uns im Projektzirkus noch ein paar Regeln, die bitte von allen eingehalten werden müssen. Und zwar die erste Regel ist, wenn die Trainer reden, dann seid ihr bitte alle ganz leise, dann hört ihr bitte zu, was wir von euch möchten, dass ihr das dann auch umsetzen könnt. Die zweite Regel ist, das Rennen draußen herum und hier im Zirkusset ist für alle Kinder strengstens verboten. Ihr habt gesehen, hier draußen sind überall Erdanker geschlagen, dort sind Abspannungen festgemacht, dass ihr euch nicht verletzt. Hier drin im Zelt ist es immer etwas dunkler als draußen. Die Augen brauchen einen kleinen Moment, um sich dran zu gewöhnen, also auch bitte hier drin nicht rennen. Wir gehen langsam. Die Sitzeinrichtung. Schritt für Schritt wurde alles geprobt und einstudiert. Es dauerte natürlich, bis alles perfekt saß. Aber das war nicht schlimm und tat der Stimmung unserer kleinen Akrobaten und Mini-Clowns keinen Abbruch. Denn die Philosophie in der Zirkusfamilie Sperlich, jedes Kind findet seinen Platz in der Zirkuswelt. Egal ob am Trapez, als Fakir, Jongleur, Pirat, oder Clown. Alle Kinder stellten sich mutig den Herausforderungen. Mit viel Ehrgeiz bereiteten sie sich auf ihre erste öffentliche Vorstellung vor. Nach einer Woche war es dann endlich soweit. Nach Einstimmungen der Zuschauer durch den Zirkusdirektor glänzten die Schüler und Schülerinnen bei ihren Auftritten. Für die akrobatischen Kunststücke auf dem Rücken der Pferde
wurde die Zentrifugalkraft genutzt. Deshalb ist die Manege rund. Zu diesen Vorführungen wurden dann viele andere darstellende Künstler engagiert und es entstand ein unterhaltsames, akrobatisch, theatrales und clowneskes Spektakel. Die Menschenpyramide setzte den beeindruckenden Schlusspunkt. Da zitterten die jungen wie ältere Zuschauer heftig mit. Auch der Schulleiter, Herr Quaschning, zeigte sich begeistert von den Leistungen seiner Schützlinge. Ich finde das Projekt ganz, ganz toll und ich glaube für die Schüler auch eine ganz, ganz tolle Erfahrung. Und ich bin ganz stolz darauf, was ihr geleistet habt. Entstanden ist sie so, dass wir schon vor 2-3 Jahren die Idee hatten, so ein Projekt zu machen. Und die ist im Laufe der Zeit gereift. Und jetzt haben wir kurzfristig die Möglichkeit gehabt, dieses Projekt anzugehen und sind auch froh darüber. Für uns ist es das erste Mal, dass wir daran teilnehmen. Und sicherlich eine ganz spannende Erfahrung, die wir haben. Ganz viel Lob gab es auch von den Artisten, von den Zirkusleuten für euch. Und darauf sind wir ganz stolz. Beifall bedankten sich die Eltern, Geschwister und andere geladene Gäste bei den kleinen Akteuren. Bleibt nur noch zu sagen, schön war's, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Manege frei.